Deine Schwester ist großartig. Sie ist aber keine von uns. Wie sie ist? Nein. Sie ist mit ihm hier verheiratet. Wie hat sie das denn auf einmal hinbekommen? Ist halt ihr Job. Psst. Das war wirklich ein wundervoller Auftritt. Es freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Ich weiß, dass ich den Typen irgendwoher kenne. Das Gefühl hattest du gestern Abend schon im Schneiders. Angenehm oder unangenehm? Ich weiß es nicht. Aber es kann nicht angenehm sein, wenn er Adrian Degenhardt kennt. Also ich finde ihn irgendwie geheimnisvoll. Moment mal, ich dachte, ihr steht nicht auf Männer. Hey! Und ich dachte, du bist verheiratet. Das ist er. Wer? Ich hatte doch gestern so eine Autopanne. Er war total hilfsbereit und irgendwie auch ziemlich nett. Ja, was weißt du über ihn? Wie heißt er? Sebastian. Schöner Name. Und weiter? Keine Ahnung. Aber dass er ausgerechnet heute hier ist? Als ich ihm gesagt habe, dass ich von Lahnstein heiße, der war ja irgendwie total komisch. Das wird ja immer mysteriöser. Ich glaube, ich gehe mal zu ihm rüber. Mhm. Hey! Meine Damen und Herren, wir schreiten nun zum Höhepunkt unserer heutigen Veranstaltung. Versteigert werden in diesem Jahr Werke der Künstlerin Marina Felix, die uns freundlicherweise auch mit ihrer Anwesenheit beehrt hat. Was hat er gesagt? Der Erlös unserer Auktion kommt Sie meinen Sebastian? Jahr dem Kinderheim. Er war irgendwie komisch. Liegt wahrscheinlich in seinem beschissenen Umgang. Blanke hier neben mir steht. Willkommen, Frau Blanke. Ich denke, ich muss in dieser vorweihnachtlichen Zeit nicht an Ihre Großzügigkeit appellieren. Wir, die mit Glück und Wohlstand gesegnet sind, haben die Verpflichtung, unseren in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. Und da ich meinen Worten selbstverständlich Taten folgen lassen will, bitte ich Sie, Frau Blanke, das hier entgegenzunehmen. Meine Damen und Herren, ich habe hier einen Scheck über 50.000 Euro. Vielen, vielen Dank, Frau Blanchard. Rührend, nicht wahr? Sind Sie auch so großzügig, wenn keiner hinschaut? Ich behaupte nämlich, es geht Ihnen nicht im geringsten um Ihre Mitmenschen. Ich verbitte mir Ihre Unverschämtheiten. Wer sind Sie überhaupt? Das müssen Sie doch eigentlich wissen, wo Sie sich so für Ihre Nächsten einsetzen. Erinnern Sie sich an Ihren Bruder Ludwig? Dessen Erbe Sie an sich gerissen haben und der völlig pleite war, als er starb? Ich bin sein Sohn, Sebastian von Lahnstein. Meine Damen und Herren, kommen Sie doch bitte wieder zur Ruhe. Bitte. Dieser Vorfall ist äußerst ungünstig für uns. Ja, Frau Blanke. Lass nur. Ich mach das hier schon. Ich glaube, du hast im Moment andere Sorgen. Du bist ein Engel. Ich denke, wir geben den Leuten noch ein, zwei Minuten. Dann ist er ja dein Cousin. Ja, ich wusste auch, dass ich ihn irgendwoher kenne. Das ist wohl schon ein bisschen länger her, hm? Ich habe ihn 20 Jahre lang nicht gesehen. Leonard hat ihn mal erwähnt. Sie scheinen sich früher ganz gut verstanden zu haben. Mir hat er das nie erzählt. Wo steckt er eigentlich? Verzeihung, Frau von Lahnstein und Frau Felix bitten Sie, sofort aufs Podium zu kommen. Natürlich. Ich noch nie erlebt. Ach, wissen Sie, immer wenn die von Lahnstein seine Gala oder Ähnliches veranstalten, werden vorher Wetten darüber abgeschlossen, wer wann aus dem Rahmen fällt. Das hat schon eine gewisse Tradition in diesem Haus. Meine Damen und Herren, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Und obwohl mir zugegebenermaßen nicht zum Scherzen zumute ist, aber zu Zeiten Ludwigs des 16. hieß es immer, lieber ein Eklat zu viel als zu wenig Unterhaltung. Langeweile, danke sehr, galt damals als eine Todsünde. Also auf Ihr Wohl. Ja, für mich ist es langsam an der Zeit. Ich werde mal sehen, wo Sarah steckt.
Ciao. Entschuldigung. War Ludwig der 16. nicht der Typ, dem Sie die Rübe runtergemacht haben? Du bist doch auf einem guten Weg. Mit deiner Hilfe ganz bestimmt. Frau Blanke. Frau Flahnstein, ich denke, wir brechen diese Veranstaltung besser ab. Frau Blanke, ich verstehe Ihren Groll sehr gut, aber ich denke, im Namen der Waisenkinder... Ich verwahre mich dagegen, diese hilfsbedürftigen Geschöpfe mit den Skandalen Ihres Hauses in Verbindung zu bringen. Frau Blanke, ich bitte Sie... Man muss die Feste feiern, bis sie fallen. Vielen Dank für den großzügigen Auktionsbeitrag, Herr von Friesberg. Die Heimkinder können ja schließlich nichts für das benehmen der Gastgeber. Wiedersehen. Mach dir nichts draus, die Leute sind so. Aber in ein paar Tagen zerreißen sie sich ihr Maul schon wieder über was anderes. Danke. Ich ruf dich an. Mhm. Ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Konsul. Danke, Johannes, für den schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause, Herr Degenhardt. Sie auch. Ach, sagen Sie Ihrer Schwägerin Natalie in der Klinik doch einen lieben Gruß von mir. Vielleicht kann Ansgar ihr ja bald Gesellschaft leisten. Der Junge muss doch mal langsam zur Ruhe kommen, ne? Ciao. Frau Blanke, ich möchte mich bei Ihnen noch einmal in aller Form entschuldigen, auch im Namen meines Sohnes Ansgar. Er macht im Moment eine etwas schwierige Zeit durch. Das rechtfertigt noch lange nicht sein Verhalten von vorhin. Nein, natürlich nicht. Ich werde die Auktionssumme zugunsten Ihres Kinderheims selbstverständlich aufrunden, wie jedes Jahr. Danke. Trotzdem bleibe ich bei meiner Entscheidung. Im nächsten Jahr werde ich mir einen anderen Veranstaltungsort suchen. Ein solches Fiasko schadet auch dem Ansehen unseres Waisenhauses. Und dieses Risiko werde ich in keinem Falle noch einmal eingehen. Ich bin mir sicher, wir finden angemessene Räumlichkeiten. Ich hätte dich gern aus dem ganzen Theater rausgehalten. Das ist ja noch nicht mehr zu verhindern. Möchtest du? Also eins kann man uns nicht vorwerfen. Und das ist Langeweile. Ja, wir können nur versuchen zu verhindern, dass sich so ein Eklat nicht noch einmal wiederholt. Sollte sich Degenhardt noch einmal auf eine unserer Veranstaltungen verirren, werfe ich ihn eigenhändig raus. Ich meine gar nicht ihn, ich meine seine Begleitung. Sebastian? Ja. Es könnte doch sein, dass Degenhardt ihn zu diesem Auftritt angestachelt hat. Das mag sein, aber der junge Mann ist alt genug, er sollte wissen, was er tut. Ich finde trotzdem, du solltest versuchen herauszufinden, was für ein Problem der junge Mann mit dir hat. Er ist schließlich dein Neffe. Und wenn, nach dem, was er sich gestern geleistet hat, sehe ich nicht die geringste Veranlassung, auf ihn zuzugehen. Johannes, das ist auch mein letztes Wort. Moment. Service. Wow. Schön, dass du es hier. Und bleibst du länger? Ja, wenn du keine Zeit hast, dann kannst du mich gleich wieder rausschmeißen. Lass mich erst noch den Kaffee austrinken, ja? Wenigstens weißt du jetzt, wer ich bin. Zuletzt in diesem Müllers, Meyers... Schneiders. Hast du so getan, als wären wir uns noch nie begegnet. Es tut mir leid, ich habe dich wirklich nicht erkannt. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da warst du so groß und hast eine ziemlich auffällige Zahnspange getragen. Und um mir das zu erzählen, bist du hier? Vielleicht. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur neugierig. Wenn mein Onkel dich geschickt hat, kannst du gleich wieder gehen. Ich lege keinen Wert auf einen näheren Kontakt zu ihm. Wie kommst du denn darauf? Sehe ich so aus, als könnte ich keine eigenen Entscheidungen treffen? Also, warum bist du hier? Weil du mein Cousin bist und weil wir uns über 20 Jahre nicht gesehen haben. Ich warne dich. Wenn du mich jetzt wegschickst, dann erzähle ich allen, wie ich dir das Fahrradfahren ohne Stützräder beigebracht habe. Und wie du dich dabei angestellt hast. Ich schwöre, der Tisch hat sich bewegt. Jedes Mal, wenn die alte Standuhr 12-mal geschlagen hat. Ich habe mir vor Angst fast in die Hose gemacht. Typisch Leonard. Wahrscheinlich saß er unter dem Tisch und hat sich halb tot gelacht. Hat er nicht. Ich habe nachgesehen. Da war niemand. Ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat. Hauptsache, es hat funktioniert. Und wie?
Ich habe noch mit 10 fest daran geglaubt, dass eure Tischbeine Poltergeister sind. Das ist überlegt. Mein Gott, das ist so lange her. Die Besuche auf Königsbrunn gehören zu den schönsten Erlebnissen meiner Kindheit. Ich bin mir sicher, wenn du dich bei Johannes für deinen etwas unglücklichen Auftritt bei der Charity-Auktion entschuldigst, dann bist du auch in Zukunft wieder gern gesehen. Wofür soll ich mich entschuldigen? Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Bist du deshalb nach Königsbrunn gekommen, um die alten Geschichten wieder aufzuwärmen? Als wir Johannes wirklich gebraucht hätten, da hat er sich einen Dreck um uns gekümmert. War es nicht dein Vater, der den Kontakt zu uns abgebrochen hat? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber das war nur die letzte Konsequenz, nachdem ihm dein Vater sein rechtmäßiges Erbe weggeschnappt hat. Ist das Degenhards Version? Adrian hat damit nichts zu tun. Er ist nur ein guter Freund der Familie. Und er ist der Mann, der nichts anderes im Kopf hat, als meinen Vater in den Ruin zu treiben. Ich kann dir versichern, dass es ihm nicht gefallen hat, dich zusammen mit Degenhard zu sehen. Jedenfalls hat er uns damals nicht hängen lassen, im Gegensatz zu Johannes. Er war immer für uns da und hat viel für uns getan. Soll ich dir mal erzählen, was euer Gönner uns angetan hat? Wozu? Das sind doch sowieso nur die Lügen von Johannes. Würdest du dann bitte gehen? Seid ihr wirklich nur wegen der Kleinen hier? Na also, wenn das kein Grund ist. Aber Johannes wollte auch noch einen Spaziergang machen nach allem, was gestern vorgefallen ist. Ich war übrigens bei Sebastian. Ach, hat sich der junge Mann herabgelassen, dich zu empfangen? Der junge Mann ist sein Neffe. Wir hatten ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe Dinge erfahren, von denen ich gar nichts wusste. Wieder irgendwelche Lügen von Adrian? Stimmt es, dass du deinen Bruder Ludwig und seine Familie von Königsbrunn vertrieben hast? Hat Sebastian das behauptet? Ja, deswegen frage ich dich ja. Nein, ich habe meinen Bruder nicht vertrieben. Ah. Denkt er sich das alles also nur aus? Nein, er nicht. Aber Degenhard. Er manipuliert ihn genauso, wie er Konstantin manipuliert hat. Aber du hast deinem Bruder nicht geholfen, als es ihm finanziell schlecht ging, im Gegensatz zu Degenhard. Ach bitte, Kara, sprich doch nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Warum kannst du mir nicht einfach sagen, was damals passiert ist? Ich habe meine Gründe. Na prima. Wer erzählt uns denn immer, dass die Familie an einem Strang ziehen muss? Für dich gilt das offenbar nicht, was? Machst du jetzt Stress? Weil ich es gewagt habe, dich in aller Öffentlichkeit zu kritisieren. Warum fangen wir nicht einfach noch einmal von vorn an? Ich möchte dich zu einem Essen nach Königsbrunn einladen, Sebastian. Ach, Kitty, bereiten Sie doch bitte alle Verträge wie besprochen vor. Hoppla! Was machst du denn hier? Willst du mal sehen, wie richtige Arbeit aussieht? Sehe ich aus, als wenn ich zu dir möchte? Dann muss ich also nicht nach der Wahl der Waffen fragen. Ach, ich vergaß, für solche Einsätze ist ja dein Sohn zuständig. Meine Familie und ich würden uns sehr freuen, wenn du meine Einladung annehmen würdest, Sebastian. Werd mal sehen. Habe ich das gerade richtig gehört? Der lädt dich ein? Was will denn die alte Meuchel von dir? Das ist ja kaum zu glauben, wie schnell die Kleine wächst. Ich warte immer noch auf den Strampler, der mitwächst. Johannes hat übrigens mit Nathalies Arzt telefoniert. Wie geht's ihr? Ich wollte sie schon lange mal besuchen. Oh, sie macht Fortschritte. Es kann durchaus sein, dass sie in ein paar Wochen entlassen wird. Das freut mich. Johannes und ich, wir sind der Meinung, dass wir sie in ihrer Anfangszeit unterstützen sollten. Das ist ja damals nicht so glücklich gelaufen. Oh. Hast du dich beruhigt? Wo warst du denn? Bei Sebastian. Und? Hast du ihm gesagt, dass er sich nicht von Adrian manipulieren lassen soll? Ich habe ihn für heute Abend zu einem Essen nach Königsbrunn eingeladen.
Woher war der plötzliche Sinneswandel? Ich lasse mir von meiner Tochter ungern sagen, dass ich nicht auf sie höre. Du lässt dir von deiner eigenen Tochter was sagen. Fraglich ist nur, ob er die Einladung auch annehmen wird. Was spricht dagegen? Möglicherweise wird Degenhardt versuchen, ihn davon abzuhalten. Aber natürlich gehst du dahin. So eine Einladung kannst du doch nicht ausschlagen. Was ist das? Die Verträge für die Übernahme der Firma Gräuber. Ich bin alles durchgegangen. Es gibt keine Haken. Du kannst unterschreiben. Gute Arbeit. Hätte Ludwig auch nicht besser hinbekommen. Hat sich nie viel aus Wirtschaft gemacht. Das war nach dem Bruch mit der Familie. Davor war ja Johannes als Geschäftsmann weit überlegen. Ich habe mir Johannes immer eiskalt und berechnend vorgestellt. Also klar, er hat sich nie um euch gekümmert. Weil Vater sich für meine Mutter entschieden hat. Dienstmädchen. Das hat er nie verstanden. Johannes misst eben gern mit zweierlei Maß. Flachlegen ja, heiraten nein. Ach, der scheinheilige Sack war doch froh, dass es so gelaufen ist. Großvater hat meinen Vater enterbt und Johannes hat sich die Milliarden unter den Nagel gerissen. Wirst du die Einladung annehmen? Johannes hat sich nie bei meinem Vater oder uns gemeldet. Aber vorhin hatte ich für einen Moment das Gefühl, vielleicht ist er doch ganz okay. Er kann auch sympathisch sein. Ich hatte den Eindruck, der Eklat auf der Charity hat ihn nicht kalt gelassen. Johannes wäre nie mein Freund gewesen, wenn er nicht auch seine menschlichen Seiten hätte. Wenn ich hingehe, dann kommt mir das so vor, als würde ich dir und Vater in den Rücken fallen. Vergiss bei der Geschichte einfach mal mein Verhältnis zu Johannes. Der Bruch zwischen deinem Vater und Johannes nagt immer noch an dir. Also geh hin und mach dir selbst ein eigenes Bild von Johannes. Ich bin sicher, dein Vater hätte es so gewollt. Inga, ich denke, Sie können dieses Gedenk entfernen. Gerne. Vielleicht kommt er ja doch noch. Vielleicht ist ihm aber auch nur was dazwischen gekommen. Sebastian von Lahnstein. Danke, Justus. Sebastian, darf ich dich im Kreis unserer Familie willkommen heißen? Entschuldigt die Verspätung, ich musste noch etwas klären. Das ist schon in Ordnung. Hauptsache, Sie sind überhaupt gekommen. Du hast noch nichts verpasst. Darf ich dir deine Großcousine vorstellen? Sophia. Du bist also Sophia. Guck mal, es ist lieber auf den ersten Blick. Ich wusste gar nicht, dass Babys in dem Alter schon so klar sehen können. Sie ist etwas Besonderes. Wie ihre Mutter. Nimm doch bitte Platz. Dein Leben hört sich ja echt spannend an. Ja, die Spannung an der Arbeit mit wirtschaftsjuristischen Texten ist auch kaum zu überbieten. Aber dass du schon als Kind Anwalt werden wolltest? Das ist doch öde, oder nicht? Und das dann auch durchgezogen hast? Nach Vaters Tod gab es für mich nur einen Gedanken. Gerechtigkeit. Wo haben Sie denn studiert? Harvard. Die ersten Jahre als Anwalt habe ich dann in Boston gearbeitet. In Boston? Da war ich auch. Ich wäre am liebsten gar nicht mehr weggegangen. Echt, ich fand's total beschissen. Ist doch eine super Stadt. Ja, ich hatte eine Freundin hier. Das ist ein Argument. Hattest du für Harvard ein Stipendium? Adrian hat mir das komplette Studium finanziert. Dann bist du ihm sicher zu großem Dank verpflichtet. Ah, im Gegensatz zu manch anderem tut er ausnahmsweise auch mal was, ohne sich einen Vorteil davon zu versprechen. Sebastian, ich habe dir eine ganz normale Frage gestellt und wollte dir in keinster Weise zu nahe treten. Hör doch auf. Möchten Sie noch einen Schluck von dem ausgezeichneten Merlot? Stimmt es, dass ihr beide dieselbe Frau geliebt habt? Ja. Dann stimmt es auch, dass du Francesca angedroht hast, ihr die Kinder wegzunehmen, falls sie dich verlässt. Gesagt. Der Typ erzählt nur Müll. Wie naiv seid ihr eigentlich? Er ist derjenige, der sich immer alles nimmt, was er will.
Es reicht. Du bist bloß die Bereitnische. Ich habe dich nicht eingeladen, um mich von dir beleidigen zu lassen. Du verlässt auf der Stelle mein Schloss. Dein Schloss? Ich habe mehr Rechte, hier zu sein als du. Verstehe ich, was mein Vater hier durchgemacht hat? Hast du mich nicht verstanden? Ich möchte, dass du auf der Stelle gehst. Du konntest dich doch nur hier breit machen, weil du deinen eigenen Bruder um sein Erbe beschissen hast. Ich habe endgültig genug von deinen haltlosen Anschuldigungen und ich... Diese Auseinandersetzung führt zu überhaupt nichts. Justus, würden Sie den jungen Mann bitte nach draußen geleiten? Nicht nötig. Den Weg kenne ich noch. Danke für die Einladung. Es war sehr aufschlussreich. Aber für heute habe ich genug von eurem bekloppten Gelaber. Lass es! Das hat überhaupt gar keinen Zweck. Den hat Adrian genauso eingelullt wie mich damals. Ja, aber deshalb muss ich mich noch lange nicht von ihm beleidigen lassen. Bitte, bitte beruhige dich. In diesem Zustand könnt ihr kein normales Gespräch miteinander führen. Ich würde schon gerne wissen, was er damit gemeint hat. Die Tatsache, dass eines unserer Dienstmädchen von Ludwig schwanger war, hat Vater maßlos aufgeregt. Und als er sie dann auch noch geheiratet hat, war das für Vater vollkommen inakzeptabel. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja, Gott sei Dank. Aber versteh doch bitte, Carla, damals war das ein Riesenskandal. Also hat Vater Ludwig enterbt und verstoßen. Mein Bruder hat es mir nie verziehen, dass ich das Erbe überhaupt angetreten habe. Danke für die Offenheit. Komm gut nach Hause. Nimm dir das alles bitte nicht so zu Herzen. Tschüss. Tschüss. Ist das nicht Carla? Tatsächlich. Und die Kleine ist auch dabei. Hallo. Hallo. Na, mein Schätzchen, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Was macht ihr eigentlich hier zusammen? Wir wollen in die Bauhausausstellung. Was? Die läuft noch? Und ich dachte, ich hätte sie verpasst. Heute ist der letzte Tag. Deswegen ist auch bis Mitternacht geöffnet. Tja, schade. Dann bleibt's wieder mal nur bei der guten Absicht. Hör mal, Carla, wieso gehst du nicht mit Marina in die Ausstellung? Ich könnte so lange auf Sophia aufpassen. Charlie, du hast dich doch sicher auch darauf gefreut. Es ist nichts schöner für mich, als auf Sophia aufzupassen. Also gut. Fläschchen und Windeln habe ich dabei. Ja, also, kein Problem. Schön. Ja, dann hole ich sie nachher bei dir ab. Und du benimmst dich, meine Kleine, ja? Ja, die ist doch immer mein Sonnenschein. Also, amüsiert euch schön. Danke. Und wir gehen jetzt zu Tante Charlie. Na, dann mal los. Ich wusste gar nicht mehr, wie gut das tut. Mal so ganz ohne Kind. Es ist herrlich. War auch eine interessante Ausstellung. Ja. Charlie hat mir erzählt, dass du auch malst. Ach, nur so ein bisschen. Ich würde dein bisschen gerne mal sehen. Nein. Doch, bitte. Wie wär's mit morgen? Ich komme bei dir vorbei und danach könnten wir uns die Kadar-Ausstellung ansehen. Die ist gleich bei dir um die Ecke. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Und Lust. Ich will dich ja nicht überfallen. Tust du nicht. Ich überlege nur gerade, Sophia ist morgen bei ihrem Vater. Morgens muss ich 2-3 Sachen erledigen, aber dann hätte ich Zeit. Also, abgemacht. Okay. Dann um 11 bei mir. Perfekt. So, jetzt habt ihr alles. Willst du wirklich nicht mit frühstücken? Danke, wir wollen los. Hm? Hallo. Hallo. Darf ich vorstellen, das ist Lars Schneider, Sophias Vater. Lars, das ist Marina Felix, eine sehr renommierte Künstlerin. Er ist übrigens auch der Bruder von Charlie. Ach, Süße.
freut mich. Hallo. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Auch meine Süße. So, wir müssen los. Ist es okay, wenn ich die Kleine so gegen 8 zurückbringe? Es wäre schön, wenn du sie noch ins Bett bringen könntest. Kein Problem. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Frühstück? Später vielleicht. Sind das deine Zeichnungen? Das willst du dir nicht wirklich antun. Hey, die sind super. Charlie hat nicht zu viel versprochen. Du hast wirklich Talent. Ja, für die Volkshochschule vielleicht. Ach, komm. Sag mal, würdest du mich zeichnen? Jetzt übertreibst du es aber mit deinen Komplimenten. Ich meine es ernst. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Stift mehr in der Hand gehabt. Dann fängst du eben heute wieder damit an. Außerdem wollten wir in die Ausstellung. Bitte. Herr von Lahnstein? Zu Ihnen wollte ich gerade. Ist ja irre. Rennt mir jetzt nach und nach die ganze Familie die Bude an. Bitte? Ja, erst Carla, dann Konstantin. Mit Ihnen hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, ich wollte Ihnen das hier geben. Omni Remacher, kenne ich nicht. Was soll ich damit? Das sind Presseberichte, Polizeiprotokolle. Sie alle beweisen, wie weit Degenhardt bereit ist zu gehen, um Johannes zu zerstören. Und den Kram soll ich glauben? Alles in dieser Mappe entspricht den Tatsachen, dafür verbürge ich mich. Selbst wenn alles stimmt, was hier drin steht, an meiner Meinung über Johannes wird das sicher nichts ändern. Aber vielleicht ändert es etwas an Ihrer Meinung über Adrian Degenhardt. Er hat erwiesenermaßen eine Probandin bestochen, um diese Firma zu ruinieren. Der Mann ist ein Krimineller. Sie sind doch Jurist. Finden Sie nicht, man sollte beide Seiten hören, bevor man ein Urteil fällt? Erklär mir das. Omni Remacher. Das stimmt doch sicher von deinem feinen Onkel. Das tut nichts zur Sache. Wolltest du Johannes mit kriminellen Mitteln ruinieren, ja oder nein? Alles erstunken und erlogen. Überleg dir gut, was du sagst. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Ja, die haben damals wirklich dafür gesorgt, dass ich aussehe wie ein Verbrecher. Warum hätte er den Erfolg seiner Firma gefährden sollen? Er war darauf angewiesen, dass Omni Remacher Gewinne einfährt. Es ging nicht um Gewinne. Aber er wäre sonst ruiniert gewesen. Johannes konnte es nicht ertragen, dass Konstantin mein Sohn ist und langsam anfing, Vertrauen zu mir zu fassen. Er wollte das letzte Band zerreißen, das Francesca und mich noch verbindet. Und das ist ihm offensichtlich gelungen. Konstantin hält mich für ein Schwein. Und du offenbar auch. Das soll ich dir einfach so glauben? Hast du vergessen, was Johannes deinem Vater angetan hat, um an das Erbe zu kommen? Ich war immer ehrlich zu dir. Ich weiß nicht. Darf ich? Gern. Aber wie gesagt, ich hatte lange keinen Stift mehr in der Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob du dich überhaupt erkennst. Aber das ist großartig. Findest du? Du hast den Ausdruck genau getroffen. Mir war allerdings nicht bewusst, dass ich dich so sehnsüchtig angeguckt habe. Sekunde. Bevor wir weitermachen, müsste ich ganz gern, ob du gleich wieder zurückruderst. Oder bist du diesmal sicher, dass du es wirklich willst? Gehst du nach jedem Kurs ins Kreuzverhör? Nein, aber ich habe nicht vergessen, wie du mich beim letzten Mal von der Bettkante geschubst hast. Diesmal bestimmt nicht. Bist du dir da sicher? Ja.
Denn dazu habe ich viel zu viel Lust auf dich. Tja, da wirst du dir zu helfen wissen. Ich jedenfalls habe keine Lust auf Spielchen. Es kommt darauf an, was du unter Spielchen verstehst. Was ich wollte. Ich bin da mal weg. Oh, war es so anstrengend, mich rumzukriegen? Kann man wohl sagen. Tja, ich bin halt nicht so leicht zu haben. Und ich nicht so lang. Du wolltest wirklich nur meinen Körper? Nein. Nein? Ich will dir einfach nicht zu nahe treten. Ich meine das eben. Das war sehr schön. Aber ich könnte auch gut verstehen, wenn du jetzt alleine sein willst. Ich fand das eben auch sehr schön. Ehrlich? Natürlich muss ich nach der Schwangerschaft auf meine Linie achten. Hab deshalb auch die Alibi-Anmeldung im Fitnessclub. Hallo. Hallo, Susanne. Marina. Susanne. Freut mich. Hallo. Hallo. Und du? Mittagspause? Nein, ich brauchte Wechselgeld. Na gut. Wir sehen uns. Holst du um diese Uhrzeit nicht immer Sophia ab? Die ist bei Lars. Er hat doch heute seinen freien Tag. Da wollte sie gerne länger haben. Aber er muss doch einiges an Schreibkram aufholen, glaube ich. Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ich rufe ihn gleich mal an. Das ist nicht nötig. Er wollte sowieso gleich zum Taxistand kommen mit Sophia. Komm doch am besten mit, dann kannst du sie mitnehmen. Mach ruhig, wenn es so eilig ist. Aber wir wollten doch was essen. Können wir doch auch. Ich bestelle bei Charlie Sterneküche to go und liefere uns das in dein schickes Penthouse. Das ist sowieso viel netter. Ja, lass uns gehen. Hat mich gefreut. Ebenfalls. Können Sie mir erklären, warum diese Frau Carla den Tag diktiert? Xavier empfiehlt übrigens heute zarte Entenbrust in Lebkuchensauce. Hm? Ich finde es auch schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Aber vor allem, dass es dir wieder besser geht. Ja, Nathalie, so machen wir es. Liebe Grüße von Carla und Susanne, soll ich dir sagen. Ja, der Kleinen geht's gut. Ich bringe das nächste Mal ein Foto mit von mir. Ja, wir drücken dich. Bis dann. Tschüss. Fotos von dir, die süße kleine Maus. Hm? Na? Ja, das ist ja praktisch, dass du schon in der Nähe warst. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Dann hätte ich sie dir viel früher abgenommen. Hatten wir nicht gesagt um 8? Ja, und du hättest dafür nicht dein Papierkram liegen lassen müssen. Mein Papierkram? Sollen wir euch nach Hause bringen? Da muss deine Bekannte nicht so lange warten. Ach, das dauert noch, bis sie mit dem Essen kommt. Und so können wir beide noch eine Runde spazieren gehen. Habt ihr euch beim Arbeiten kennengelernt? Ach, erst beim Tanzen, dann beim Sport, dann bei der Arbeit. Marina und ich, wir haben uns erst auf dem falschen Fuß erwischt. Das war anfangs schon ein bisschen peinlich. Aber jetzt scheint ihr euch wieder zu verstehen? Ach, Marina, dein Besuch von heute Morgen. Eine sehr nette Erscheinung, muss ich sagen. Und dieselben Interessen habt ihr auch? Ist da jemand neugierig? Wieso? Weil da noch gar nichts spruchreif ist. Sie tut mir einfach nur gut. Das wollten wir hören. Ja. Also dann. Und wegen Nathalie telefonieren wir. Tschüss. Tschüss. Darf ich das Porträt, das Carla von Ihnen gemacht hat, denn mal sehen? Da ist Susanne mit ihrem Bruder. Hallo. Oh. Hallo. Hallo. So ein Zufall. Ja. So sieht man sich wieder. Ja, das gilt auch für uns beide. Hallo, Frau Felix. Die Zufälle nehmen kein Ende. Dann wollen wir sie nicht weiter vom Essen abhalten. Carla ist mit Vorsicht zu genießen, wenn sie unterzuckert. Okay. Ja, dann viel Spaß noch. Pardon. Auf Wiedersehen. Nur damit ich es richtig verstehe. Ihr Bruder ist Carlas Samenspender und gleichzeitig der Freund dieser Domina von Susanne. Ja? Susanne ihrerseits scheint zwar kein Problem damit zu haben, dass sie Freund mit einer anderen Kind macht, aber andererseits scheint sie mit mir ein massives Problem zu haben. Und jetzt frage ich mich, wieso?
Ach, da bilden Sie sich was ein. Charlie! Ich halte mich da raus. Raus damit! So schlimm wird schon nicht sein. Sie waren mal verheiratet, Susanne und Carla. Das ist ein Scherz. Genau genommen sind sie es noch immer. Aber getrennt, weil Carlas Ex sich in ihren Samenspender verliebt hat. Ja, so in etwa. Du kommst genau richtig. Die Kleine ist gerade eingeschlafen. Und, was gibt's? Die braten Jakobsmuscheln auf Romana Veluti. Ich hol schnell das Besteck. Ich bin schon total unterzuckert. Meine Frau sagt, dann sollst du mit Vorsicht zu genießen. Warum hast du sie mir nicht als deine Frau vorgestellt? Keine Angst. Ich spiele nicht die Eifersüchtige. Dazu hast du auch keinen Anlass. Ich will kein Liebesgeständnis von dir hören. Aber eins will ich trotzdem wissen. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass sich aus uns was entwickelt? Und da bin ich nur dein Trostpflaster für Susanne.